dieses Derby wollen wir auf jeden Fall gewinnen. Keine Frage. Ich denke mal, da kann ich für die ganze Mannschaft sprechen, dass wir uns nach dem Darmstadt-Spiel mal richtig geärgert haben. Das haben wir uns anders vorgestellt und da war die Unterstützung der Fans auch schon erstklassig, wie viele Leute da waren. Jetzt sind wieder 2000 Leute erwartet und dieses Mal wollen wir auf jeden Fall 3 Punkte in Wiesbaden holen und Derby-Sieg. Wir wollen einfach wieder unser Spiel aufziehen und am besten weder die erste noch die zweite Halbzeit verschlafen. Und dann, denke ich, stehen unsere Chancen auch nicht schlecht in Wiesbaden. Was wir treffen tatsächlich auf eine Mannschaft, die von Qualität her eigentlich die Tabelleposition nicht so ganz genau hergibt. Also das ist immer, ich glaube, wir hätten nach Namen her vielleicht, wenn ich das so sagen darf, weit oben erwartet, weil sie schon eine sehr gute Mannschaft haben. Etwas ist da vielleicht, was noch nicht optimal ist. Aber wie ich es gerade schon erwähnt habe, dass sie schon ihre Qualitäten zeigen, das ist erstaunlich. Aber sie sind dann auch ein bisschen nachlässig in gewissen Situationen. Und ich hoffe, dass sie das nicht abstellen werden und dass wir das vielleicht noch mal am Wochenende ausnutzen können. Die Rivalität zwischen den Vereinen ist jetzt nicht so groß wie jetzt zwischen Darmstadt und dem UFC. Das habe ich schon mitgekriegt. Ansonsten bin ich jetzt knapp ein Jahr hier und also unwichtig ist es nicht. Ob es jetzt für die Fans eben das Derby schlechthin ist, glaube ich nicht. Da gibt es hier in der Region 1-2 Gegner, die wichtiger sind. Ich bin natürlich, wenn ich dann das Hansa Rostock-Spiel noch ein bisschen erwähnt habe, wenn man sehen hat, auf welche Art und Weise wir gespielt haben, möchte ich das natürlich fortsetzen. Und dann geht man ins Derby nach Wiesbaden und dann ist es eigentlich egal, welcher Gegner ja auch kommt. Und ja, alle reden mal über Derby-Sieg. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch kein Derby gewonnen. Nick nickt schon. Das war's ja auch. Ich habe eine gewonnen, Nick, im Pokal. Der war so wichtig, deswegen sind wir jetzt so weit. Und von da aus, aber wenn du die Liga siehst, ist es ja klar, haben wir natürlich noch keine gewonnen. Ich möchte das gerne. Wenn man Spieler in der Mannschaft hat, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind, so wie jetzt zum Beispiel auch beim Fabi, dann ist das für die Mannschaft gut, dass eben so Ausfälle wie jetzt beim André, dass wir die eben kompensieren können. Der Markschein geht rechts, um das mal schnell zu machen. Da darf die Konkurrenz auch ruhig lesen. Und der Maxi geht auf links. Ob er will oder nicht. Über links oder eher rechts in der Verteidigung? Das macht mir eigentlich ist das, also für mich ist das kein großer Unterschied. Defensiv eigentlich schon mal gar nicht. Da nimmt sich das nichts offensiv, okay, wenn das dann nachher irgendwann ins letzte Drittel geht und man vielleicht mal eine Flanke reinschlagen muss, ist das ganz normal, dass es als Rechtsfuß einem einfacher fällt, dann eben von der rechten Seite zu flanken. Aber da gewöhnt man sich dran. Ich habe das in Wolfsburg auch schon fast eine Saison lang auf links gespielt und von daher komme ich damit gut klar und das stellt kein Problem dar.